Meine Freunde, wir starten rein. Seven vs. Wild Panama, nackt durch den Dschungel, Folge 3. Der A-Squad ist im Twitch-Chat dabei. Wenn du auch mal gerne dabei sein willst, dienstags und donnerstags ab 13.30 Uhr streamen wir das Ganze hier. Mittwochs ab 20 Uhr und freitags ab 20 Uhr kommt es auf YouTube bei mir auf dem Kanal. Also schau gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, let's go! Sponsor der heutigen Folge ist der BW Online Shop. Dort findet ihr alles an Outdoor-Ausrüstung und natürlich auch Kleidung, was ihr für eure Abend. Ey, Jossi, vielen lieben Dank. IFA Reactions. Ja, auf jeden Fall. IFA ist richtig cool. IFA ist richtig cool. Danke, danke, danke. Teuer braucht. Sie haben mich unterstützt bei zum Beispiel dem Winter-Bivak mit Madin, bei der Kajak-Tour mit Fabio oder auch zuletzt in Peru tief im Dschungel mit Niklas. Der BW Online Shop hat eine Landingpage erstellt, auf der es nochmal Zusatzinfos zur zweiten Staffel gibt. Thema Location und auch Ausrüstung. Okay. Zusätzlich gibt es ein kleines Startpaket, das heißt, ihr könnt genau schauen, was ihr bräuchtet, wenn ihr Einsteiger seid und selbst mal rausgehen wollt. 10% Rabatt gibt es natürlich auch mit dem eingeblendeten Rabattcode und den Link dazu findet. Das ist gar nicht mal so schlecht, da sollte ich mal wirklich vorbeigucken. Ich war letztens wandern und da habe ich mir überlegt, okay, ich komme total Allmann-Style vor irgendwie mit meinem Rucksack und alles und ich müsste es ein bisschen upgraden, das Ganze. Aber da geht noch was, Leute. Ihr im angepinnten Kommentar und der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Seven vs. Wild. Oh yeah. Ich hab Lust. Okay. Ich will also versuchen, mit nur einem Gegenstand zu überleben. Stimmt, da war ja was, der Sascha. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder extrem Bock drauf bekommen, Leute. Die letzte Folge war echt ein Fiebertraum, gerade mit Knossi, was der so gerissen hat. In der letzten Folge oder in den ersten zwei Folgen habe ich die Kandidaten wirklich, 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 ich will jetzt sagen, mit dem Herz geschlossen, es wäre vielleicht ein bisschen verfrüht, aber ich habe schon auf jeden Fall die ein bisschen besser kennengelernt und also ist schon nice. Das ist der Paradiesapfel. Wilson! Bist du's? Stimmt. Ich hab so geil Loot hier. Ich hab ein bisschen Wasser. In diesen Survival-Modus zu kommen, das ist echt nicht einfach. Also, weiter rein in die Mangroven. Ich sag's euch, Panama. Der Dschungel weint! Das war das Geilste, oder? Das habe ich in der letzten Folge auch gesagt. Ey, wie krass ist das? Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Der Knossi hatte so ein krasses Mindset. Was ist bei dem los? Liebsten Abend. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint! Wann bricht deine Psyche? Wow. Welcome to the jungle! Ich habe gekämpft ohne Ende. Ja. Seven vs. Wild. Oh ja. Yeah. Das macht Spaß, Leute. Hi Flo. Hi Flo. Zap zap. Okay, Fritz. Hey, also nochmal ganz kurz, ne? Roundup. Die ersten beiden Folgen waren Fire pur. Das Intro ist epic AF. Ich finde, das macht so Bock auf mehr. Ich will es nochmal kurz sagen, für die Leute jetzt auf YouTube ist weniger relevant, aber gestern in meinem Stream hatte ich wirklich super krasse Probleme mit Twitch. Ist immer mal wieder abgestürzt und so. Das heißt, falls jetzt Twitch bei euch wieder oder bei mir absammeln soll, das liegt nicht an meiner Internetleitung, sondern Twitch hat da so ein kleines Problem schon seit geraumer Zeit. Und ich mache einfach weiter. Das heißt, ihr kommt dann einfach dann wieder in den Chat dazu, ne? Wir machen, als ob da nichts gewesen wäre. Nur mal so für euch, falls es passieren sollte. Hey, Goldie, what up? Grüße gehen an Goldie raus. Ah ja. Fritzi, was machst du mit deiner? Die ist schon cool, die Machete. Ich wähle eine stumpfe, rostige Machete. Ich sag's euch ganz ehrlich, das Ding von Otto ist richtig geil. Das hier, naja. Guck mal hier. Erstmal ein bisschen Frustbewältigungstaktik so. Ne? Das ist auch schön. Keine Chance. Das muss wirklich frustrieren, oder? Scheiße. Naja, das wird anders die nächsten Tage. Das ist natürlich jetzt auch hier sofort, ne? Schlanggebiet und sowas. Hier muss jetzt aufpassen. Ist auch alles lose. Eigentlich nicht auf den Boden fassen. Don't do stupid shit, hieß es. Ja, aus dem Briefing. Ach
Achso, nochmal ganz wichtig, Leute. Bei mir auf dem YouTube-Kanal habe ich die ganzen Behind-the-Scenes, die ersten paar Folgen, die wir da mal zusammen geguckt haben, alle in ein Video reingepackt. Das sind 3 Stunden, 7 Minuten oder so. Ich habe es aber getimestampt. Das heißt, ihr könnt da immer zwischen den Videos hin und her switchen, falls ihr das Ganze noch nicht gesehen habt. Das heißt, also die Regeln, die Kandidaten und so weiter und so fort, die Entscheidung, ob sie jetzt mitmachen oder nicht, das alles habe ich in ein Video reingepackt. Es kam gestern auf meinen Channel. Das heißt, also wenn du da Bock drauf hast, kannst du es gerne nochmal reinziehen. Hey, Darkmaster, schön, dich zu sehen. Ah, hier sind schon Dornen dran. Ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde hier durch den Dschungel gelaufen, habe mir verschiedene Spots angeguckt. Aber ich bin mir tatsächlich gerade sehr, sehr unsicher, ob ich jetzt wirklich mein Lager hier im Dschungel aufbauen soll oder doch lieber irgendwo in der Küstenregion. Ich habe so den Eindruck, wenn wir das jetzt schon sehen, dass es wieder komplett was anderes als Staffel 1. So Fritz, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal so ein bisschen so krass nachdenklich gesehen habe im Sinne von ernst, und er schaut so ein bisschen, wie soll ich sagen, aber ihm ist irgendwie, er ist gerade wirklich, glaube ich, am Überlegen. Ne? Staffel 1 war er super routiniert und ich dachte mir, oh krass, krass, krass. Aber jetzt merke ich schon irgendwie, Panama ist schon anders als Schweden. Das Problem ist diese klassische, hey, Eldorado, hi, Übergangszone, wo du so einen schönen Sandstrand hast und dann geht's so ganz seicht in den Dschungel rein. Habe ich hier nicht. Ich hoffe, dass jemand anders so einen Spot hat und sich ein schönes Camp aufbaut. Aber ich muss mich tatsächlich entscheiden, ob ich unten auf diesen Felsen da irgendwie schlafe oder hier wirklich im Dschungel drin. Allerdings schwirren hier auch schon Moskitos rum. Und ich glaube, hier wird's auch richtig finster und dunkel drin. Aber ich muss abwägen. Krass, was würde ihr machen? Bisher gab es noch keinen Spot, der mich wirklich richtig überzeugt hat, wo ich gesagt habe, mega geil, da fühle ich mich wohl. Ich bin wieder unten an den Mangroven. Meine ganze Ausrüstung müsste da hinten stehen. Ich bin jetzt oben durch den Dschungel lang. Hier sieht es schon wieder geiler aus. Alter. Das müsste der Fluss sein, der quasi da drüben reinmündet. Aber das sieht auch so aus, als würden sich hier die Krokodile hinschillen. Boah, es ist so dicht, ey. Da hinten komme ich niemals durch. Sieht schon echt, also das Terrain ist schon irgendwie crazy, ne? Ich glaube, ich werde mir das ein bisschen aufheben für die nächsten Tage. Da hätte ich Schiss, dass da irgendwie so ein, naja gut, ich weiß nicht, ob da jetzt ein Krokodil rumschwimmt, denn dann ist wahrscheinlich ziemlich seicht so. Aber ich wollte euch sagen, wenn ich dann den Grund nicht sehen kann, oder Gewässer, bei denen man den Grund nicht sehen kann, dann wäre ich echt vorsichtig, gell? Das wäre jetzt so mein Mindset. Ich überlege mir die ganze Zeit, was würde jetzt Andi tun, wenn ich da vor diesem Flusslauf da stehen würde? Ich würde safe da nicht reinlatschen. Was weiß ich, was da unten ist? Ich weiß es nicht, ey, das wäre auch richtig, da wäre ich lost, da wäre ich wirklich lost. Ich versuche erstmal wieder zurück zu meiner Ausrüstung zu kommen. Hey, Katrina, grüß dich. Hola, hola. Also, es macht halt auch keinen Unterschied, ob ich hier durch die Mangroven durchstampfe oder durch den Dschungel. Ist beides nicht so geil. Oh, das ist wie auf dem Kinderspielplatz. Aber da vorne müsste es schon wieder vorbei sein. Boah, ist das dicht, ey. Ich glaube, ich lasse den Stock hier. So. Ich bin wieder zurück aus dem Dschungel hinter mir. Ist der nass geschwitzt oder ist das einfach nur, sieht es so aus? Das sind meine Sachen, wo ich reingegangen bin. Oder noch feucht oder so vom Dingsen? Ich war bei dem Fluss unterwegs, war bei den Mangroven unterwegs. Ich kenne jetzt schon mal ein bisschen meine Umgebung. Aber das Wichtigste bei der Lagerplatzwahl ist, dass man sich da wohlfühlt. Ein gutes Bauchgefühl hat, das Ganze schön findet. Und mir ist es persönlich wichtig, einen Platz zu haben, wo Licht reinkommt, ich aber auch ein bisschen Schatten habe, wo ich weit gucken kann, wo ich auch ein bisschen was vom Ozean mitkriege. Das heißt, ich werde tatsächlich wieder ein bisschen zurückgehen in die Richtung, weil hier hinten ist mir das alles zu düster, zu dunkel, zu sumpfig und vor allem auch viel zu viel Moskitos. Ich merke, wie ich mittlerweile richtig am Schwitzen bin. By the way, meine... Okay, gut, die Frage wäre geklärt, Chat. Ja, ist so schusselig auf jeden Fall. Ich würde dann wahrscheinlich sagen, boah, da gehe ich safe nicht rein. 3 Sekunden später, zack. Klamotten sind übrigens kein Stück trocken geworden. Es ist alles noch komplett klar. Ich bin gespannt, was heute Nacht wird. Aber es wird Zeit, den nächsten Schluck zu wagen.
Ich sag mal, es ist locker eine halbe Stunde um. Ach, stimmt ja. Er hat ja seine eigene Quelle, so seine Fritz-Meinige Quelle. Nichts passiert, mein Magen grummelt nicht. Von daher, Prösterchen. Und? Ist geil. Bisschen mehr getrunken, aber auch das reicht jetzt erstmal. Die Linse ist sehr schmantig durch das ganze Salz. Krass, ich bin jetzt wieder zurück. Wow, man sieht's, ey. Er ist auf jeden Fall safe schon. Oh nein, ey. Was? Okay. Ich sollte es einfach. Der Tag wird nicht besser. Chat. Oh, das hat mir noch gerade gefehlt heute. Na gut, wir machen was so, als ob wir nichts so. Okay, geht schon. Die Linse ist sehr schmantig durch das ganze Salz. Ja, ich wollte gerade eben sagen, man sieht so ein bisschen im Haar, ne? So, es ist krass, wie feucht er da geworden ist von der Anstrengung. Also ihr wisst, was ich meine. Krass, ich bin jetzt wieder vom Schwitzen zurück an der Stelle, wo ich mein Wasser aufgefüllt habe. Und könnt ihr euch daran erinnern, wie ich hier die Flaschen ausgewaschen habe? Ja. Thema Ebbe und Flut. Guckt mal, wie weit das Wasser zurückgegangen ist. Ach du grüne Neune. Das ist schon mal gut zu wissen. Weil dann kann ich eventuell auch bei Ebbe einfacher rüber die nächsten Tage mal. Ja. Aber heute macht es für mich keinen Sinn rüber zu gehen, sondern ich will auf jeden Fall auf der Seite mir ein Lager suchen. Was ich auch schon festgestellt habe, hier geht auf jeden Fall ein leichtes Wind? Lüftchen und okay. Oben steht die Luft total. Das heißt, oben wird viel mehr Viehzeug unterwegs sein als hier irgendwie am Ufer. Aber trotzdem habe ich immer noch keinen Lagerplatz gefunden, weil hier vorne geht sofort dichter Dschungel los und das gefällt mir nicht. Ich habe auf jeden Fall schon einen Plan, was mein Schlaf-Shelter-System angeht, aber dazu verrate ich später mehr. Der arme Fritz, ich habe irgendwie total Mitleid mit ihm, weil es muss wahrscheinlich mega frustrierend irgendwie sein, wenn du einfach nur einen Schlafplatz finden willst, ne? Und es geht nicht, du findest nichts und... Ich glaube auf jeden Fall, dass es anders wird als bei den anderen. So, Kokosnuss öffnen, habt ihr tausendmal schon gesehen. Kann man entweder in der Mitte mit einem flachen Gegenstand bzw. der Rückseite der Machete machen, dann okay. Geht die in zwei. Oder man hat hier diese drei Löcher und drückt den Mund ein. Ich glaube, jeder der anderen Teilnehmer wird sich heute eine Kokosnuss snacken. Safe. Safe. Aber ich habe leider keine grüne am Start. Nova hatte doch auch schon mega viele oder zwei oder so gefunden, da gegessen. Also zubereitet. Und das Schöne ist, so eine Kokosnuss hat auch viele wertvolle Elektrolyte. Inhaltsstoffe. Ja. Okay, 100 Gramm Kokosnussfleisch enthalten ca. 360 Kalorien. Das Kokoswasser ist voll von Mineralien wie Kalium, Calcium, Natrium, Eisen, Zink, Kupfer, Phosphor und Selen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig nice. Wisst ihr, was auch richtig nice ist und da auch eine sehr, sehr gute Elektrolytquelle, meine Freunde? Holy, hier, Hydration Lemon, ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding ist auf Basis von Kokosnusswasser, ja. Hydration, auch viele Elektrolyte drin, gönne ich mir mal ab und zu. Eigentlich ist es safe jeden Tag. Ich habe jeden Tag ein Holy am Start und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vertrage das Ding so gut. Das ist mega dosiert. Die Vitamine und Mineralstoffe, die da drin sind, sind wirklich sinnvoll dosiert. Ja, nicht überdosiert, dass du bei manchen Produkten hast du dann irgendwie, keine Ahnung, exorbitante Mengen, das ist hier nicht so. Also, gerne mal probieren. Link ist unten in der Description. Hilft dem Kanal, hilft deinem Durst und deinem Elektrolythaushalt. Ich finde es wirklich safe geil. Und Lemon ist wirklich safe mein Lieblingsgeschmack. Ich wurde oft gefragt, so, oh, was findest du am besten? Hydration Lemon ist so killer, das ist richtig nice. Ich habe noch ein bisschen meine Prioritätenliste überdacht. Und dadurch, dass ich jetzt erstmal das Wichtigste erledigt habe, das ist das Thema Wasser.
auf einen Löffel, also da ist so ein Scoop drin und 500 Milliliter. Also hier praktischerweise ein Shaker voll, ein Scoop ist ja immer in dem in Döschen mit drin. Ist ganz super easy. Wasserversorgung in Form von gefiltertem Wasser durch die Gesteinsschichten und in Form von zumindest erstmal solchen braunen Kokosnüssen. Werde ich die Prio auf jeden Fall auf Schlafplatz, Shelterbau legen. Und ich denke mal, das Thema Feuer wird eher so ein Ding für morgen. Okay. Weil es ist alles nass. Ich habe noch nichts Trockenes gesehen. Eieiei. Das ist so eklig. Das ist so eklig, wenn alles nass ist, gell? Ich bin letztens in den Regen gekommen, habe keinen Regenschirm gehabt. Bin letztens in den Regen reingekommen, in Regenschauern, habe einfach keinen Regenschirm dabei gehabt. Und was habe ich schon gedacht? Egal, läufst du einfach durch. Und irgendwann, weil ich wirklich so klatschnass, kennt ihr das? Das ist einfach so mega eklig irgendwie. Hey Merit, grüß dich. Und irgendwann ist es dir egal. Aber jetzt hier ist es ja nochmal eine andere Nummer. Gerade wenn es so feucht warm ist, kann ich mir das extrem vorstellen. Aufschlagen ist doch immer noch am besten. Bam. Coconut! Boah, ich hätte es auch voll Bock auf. Oder so Kokosnussdinger, so snacken ist auch lecker. Das Kokosnussfleisch. Das schmeckt auch. Die ist komplett am Arsch. Oh, die ist komplett am Arsch. Der krass. Arme. Naja. Ich bin gespannt, wie die nach einer Woche aussieht. Ich meine, ich glaube eher, dass es so ein mentales Problem ist, oder? Ich meine, damit kann man ja schon so ein bisschen was machen. Klar wäre es natürlich jetzt schöner, wenn das Ding wirklich scharf wäre, aber ich glaube, dass es eher so ein mentales Problem ist, ne? Wenn du das so denkst, okay, das Ding hat hier gerade erst angefangen und meine Marete ist jetzt schon rostig und schon so stumpf und ich glaube eher, das könnte eher so ein mentales Problem dann werden. Naja, was soll's. Schmatzen. Njom, 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 njom. Okay, Otto, let's go. Mr. Bulletproof. Klamotten hängen zum Trocknen. Übernachtungsplatz auch gefunden. Wasser haben wir. Ich gehe jetzt mal im Adams-Kostüm schön erkunden hier. Neue Schuhe. Okay, nackt durch den Tunnel. Wir wissen auch jetzt, wem der Titel oder der Episode hier geschuldet ist. Ich auch. Woher dieser Bach kommt, was da oben ist, weil Süßwasser, ob ich das einfach so trinken kann. Und ich möchte mich einfach schön im Schatten aufhalten. Ja, das Wasser, das Frische sieht eigentlich genauso aus wie unten. Far Cry hat eine geile Grafik, oder? Deswegen weiß ich gerade gar nicht. Soll ich hier noch großartig weiter den Bach hochgehen oder nicht? Wir sind tatsächlich schon mal ein bisschen Arbeit, das mal freizuschlagen. Und mir sind ein paar gute Gedanken gekommen, wenn ich hier das sehe. So ein Knäuel Fischernetze, Alter. Die getrocknet, wie so ein Bett. Wenn das erhöht ist, ich glaube, das ist cool. Das müsste gut funktionieren. Aber jetzt erstmal weiter im Dschungel. Da geht das Wasser weiter hoch. Hier stehe ich, aber im Adamskostüm ist da kein Weiterkommen. Das passt nicht. Machst du einmal? Weil sich da jetzt durchzuschlagen geht, kommt man aber ewig langsam vorwärts. Ich glaube, da warte ich einfach, bis meine Sachen trocken sind. Nach dem Auswaschen. Und komme da mal wieder und ja. Kraxel mal den Weg zurück, den man Kommissar hat. Sieht, glaube ich, ganz okay aus. Eigentlich müsste ich was abkochen, natürlich, klar, direkt durch ein Feuer gehen. Aber Shelter geht erstmal vor. Und ich weiß nicht. Jetzt sieht irgendwie ganz okay aus. Das habe ich ja schon durch euch gelernt. Niemals aus stehenden Gewässern trinken. Ich meine, das sieht ja wirklich ganz okay aus, aber es ist, ich weiß es nicht. Ich habe das gelernt von euch und ihr habt gesagt, Andi, mach das nicht. Nicht aus stehenden Gewässern trinken. Hydrate or die. Schmeckt gut. Kann mal süppele. Okay. Kann mal süppele. Um in meine Höhle zu gelangen,
muss ich komplett über die Wiese. Nichts passiert, aber das wäre mit normalen Schuhen nicht passiert. Aber ich habe nur Flipflops. Nee, dazu muss ich über diesen Steinschrand. Und da scheppert die Sonne so, dass ich mir wahrscheinlich sofort... Es ist fast wie bei Julian Bam mit den Crocs, ne? ...ein Sonnenband einfange. Aber ich habe mich nun mal entschieden, mein Shelter, oder zumindest mal erste Nacht, da hinten da auf, da durchzubringen. Süßwasser habe ich. Ja, ich bin auch überlegen, ob ich dieses Netz einfach mal da raushole aus dem Wasser, trocknen lasse. Könnte nämlich auch eine coole Matratze sein. Also mehrere Sachen gleichzeitig. Erstmal trocknen gerade vor allem die Klamotten. Die dürfen doch schon gleich trocken sein. Oder hoffe ich zumindest. Weil dann lässt sich das auch wieder leichter bewegen. Und man ist nicht so Sonnenbrand der Gefahr so ausgesetzt. Außer natürlich im Gesicht, Ohren und so weiter. Yep. Obwohl es eigentlich sogar ganz angenehm ist, hier nackt durch die Gegend zu laufen. Es ist schon mega schön. Gerade wenn man das so im Hintergrund sieht. Ah ja, okay. Ich soll das lassen. Gerade wenn man das im Hintergrund sieht, so ne, die Küste, beziehungsweise wenn das Meer so ranklatscht an die Steine und das Grün, das sieht schon sehr idyllisch aus, aber ist natürlich trügerisch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass, wir haben ja schon gehört, welche Gefahren da lauern. Allein der panamesische Todesapfel würde mich echt wirklich nett schlafen lassen nachts. Wenn der Sonnenbrand nicht wäre. Klamotten sind trocken, fast wirklich komplett trocken, selbst Schuhe und Socken, Schuhe sogar noch vor Socken. Es ist super. Das heißt, ich bin jetzt startklar, um Gas zu geben und baue mir da mein Halbhöhlenschelter fertig. Oh, da bin ich gespannt. Das ist das Ziel. Mal gucken, was ich überall Baumaterialien finde, Steine und. Ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn hier so, also ich meine mit seinen ganzen Qualifikationen und so, was er schon im Leben gemacht hat, ist das wie Urlaub für ihn hier im Dschungel? Und ich habe gemerkt, dass ihr was sehen könnt, da hinten im Horizont gibt es verschiedene Arten von Wolken, die sich so auftürmen. Ja, wie nennt man das die? Das bedeutet meistens nicht, dass es schön wird, sondern okay, eher, dass es richtig übel wird. Deswegen bin ich aber dankbar, dass ich so eine halb Vorstand, Höhle, sonst was da haben. Ich mache mir echt Notizen, ohne Witz. Also so in meinem Kopf mental. Wusstet ihr das? Wolken, die sich nach oben hin türmen, das bedeutet dann irgendwie Unwetter oder Gewitter, oder wie? Aber kann kommen, was da wolle. Meine Wolkenkenntnis sagt einfach nur Wolke da, ja oder nein. Oder dann Wolke da, falls ja, dunkel oder hell. Illinglosen bauen. Das ist so mein mein Ding hier. Kaum packt man hier ein paar Steine an, schwitzt man schon wie Sau. So, bis jetzt sieht es nach von unten nicht so viel aus. Hier war halt dieser Riesenstein schon. Jetzt will ich das eigentlich hier komplett zumachen. Also so ähnlich könnte es aussehen. Oder der Anfang davon, dass man zumindest mal zwei Hölzer hat. Quersachen drauf. Ja, wäre eine Sache, könnte man machen. Aber dann kam mir der Gedanke, hier gibt es wirklich irre Dinge. Ist ein bisschen mit Kraft anstrengend verbunden. Deswegen, wenn ich weiß, ob ich das machen soll. Aber es wäre schon mega, wenn das klappen würde. Ach, übrigens, genau, Klamotten. Ja, vom Schwitzen werden sie natürlich langsam wieder ein bisschen feuchter, aber sind nicht mehr pitschnass und vor allem nicht mehr mit Salzwasser nass. Ey, was haltet ihr von dieser Platte? Die ist riesig. Ich glaube, das kommt nicht so rüber. Das heißt, da könnte ich so entspannt mich drauflegen. Sieht auch aus wie so ein kleines Surfbrett. Tiefenentspannt. Problem ist, das Ding muss in die Hülle. Und ich weiß nicht wie. Weil es echt sehr, sehr schwer ist. Wie schwer? Darüber zerren würde bestimmt irgendwie klappen. Aber mal schauen. Weil finde ich besser wie zwei irgendwelche. Das Ding könnte ich einfach hin auf die Steine knallen. Bob ist auf jeden Fall schon mal eine komplett ebene Fläche oder nahezu ebene Fläche. Und dann geht es nur noch darum, wie kann ich es abpolstern, aber das Ding kracht nicht runter. Das ist einfach
wäre perfekt, meiner Meinung nach, das Ding darüber zu bringen. Okay. Also, wie gesagt, bei Knossi wird es spannend. Aber ich meine, bei Otto, ich bin da immer so gespannt, wie der das macht und so, ne? So, oh, das ist, ich weiß es auch nicht. Das ist wahrscheinlich dann auch der Bias, den man dann hat, ne? Gegenüber so Leuten, die halt irgendwie Soldat waren oder irgendwie so eine Expertise haben. Da denke ich immer von mir aus, boah, der muss es mega krass drauf haben. Der hat überhaupt keine Probleme oder so. Aber es ist natürlich spannend, dann zu sehen, wie jemand mit so einem Hintergrund dann mit den ganzen Challenges, beziehungsweise dann eben von Tag zu Tag mit einer Situation umgeht. Otti, ja, Otti, ich weiß auch nicht. Ist so die Fusion zwischen Knossi und Otto. Otti. Oh, hallo Krabby! Ja, ihr habt es gecallt, auf jeden Fall. Also Otto ist definitiv, ich weiß es noch nicht so, wer die Nase vorne hat. Ich finde natürlich Knossi extrem unterhaltsam. Extrem unterhaltsam. Aber mit seinem Mindset ist es irgendwie auch crazy, oder? Also ich habe ihn ja komplett total unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich dachte, Knossi wäre halt ein Entertainer, der labert halt den ganzen Tag viel, ne? Aber da ist ja auch wirklich so Substanz da, sag ich jetzt mal. Also ich finde schon, dass der, es macht mir Spaß, ihm zuzugucken und ich finde ihn extrem sympathisch. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Und es beruft mir wieder ins Gedächtnis, dass man einfach mal, keine Ahnung, einfach mal das wirken lassen soll, erstmal die Leute mal kennenlernen, bevor man dann sich so die Meinung bildet und wie oft man dann irgendwie schon vom ersten Eindruck vielleicht oder von den ersten paar Sekunden vielleicht in eine andere Richtung geht. Also ich finde Knossi echt cool. Hallo Krabby! Ich liebe die Tiere. Neue Idee. Hör zu. Okay. Hör zu. Okay. Der Baum, Kokosnuss. Rechts, egal. Und der Baum? Links? Eine alte Kokosnuss. Rechts und links, Ruhe. Ich würde hier quasi in die Hängematte steigen. Aber kein Ach Dach. Ach so. Ach so, er meint, okay, jetzt verstehe ich's. Ich sag dir ehrlich, für heute okay. Bisschen bewölkt, aber ey. Ich sag's dir. Ich schlaf direkt am Strand. Fühlt sich nicht geschützt an. Fühlt sich kacke an. Aber irgendwie wie dafür gemacht. Ey, da wird's einfach reinregnen. Da kannst du auch nicht viel mit Dach bauen. Was willst du für Dach bauen? Das hebt meine Laune direkt. An die ganzen Survival-Experten wieder. Bau dir doch ein Dach. Ich sag dir eins, die Kippe heute Abend, die habe ich mir verdient. Kriegst du sie überhaupt? Anders die Frage. Die habe ich mir verdient. Wunde geht, will ich auch noch an der Stelle sagen. Ich öffne keinen Notfall-Kit. Ist ja klar. Also man kann auch mal sehen. Das geht. Sah aber echt übel aus. Stock drinnen raus. Kein Problem. Wir gehen hier hin. Und morgen überlege ich neu. Komm, egal. Ich baue jetzt auf. So sieht's aus jetzt. Ist doch schön. Ja, es geht auch. Ist doch geil, oder nicht? Ist doch nett. So stellt man sich, glaube ich, eine Hängematte vor. Ja, so stelle ich mir auf jeden Fall safe eine Hängematte vor. Hey, und vor allem mit dem ganzen Müll da, ne? Also die Müllthematik, das haben wir ja schon sehr häufig jetzt thematisiert, auch in den letzten Folgen und so. Aber ich finde es wirklich erschreckend, immer noch erschreckend, wie viel Müll da rumliegt. Und das ist einfach manchmal, wenn man so in seinem Alltag ist und sieht es nicht oder denkt nicht daran, das ist so, wie schnell man dann rauskommt aus, weißt du, also es gibt, egal ob es Kriege auf der Welt sind oder Umweltverschmutzungsthemen oder allgemeine Missstände, die eigentlich offensichtlich sind und eigentlich immer präsent sein sollten, vergisst man es halt schon mal dann im Alltag, wenn man dann nicht unmittelbar damit konfrontiert wird. Aber ich finde es natürlich schön, dass auch hier so ein bisschen der Value da ist zwischen Entertainment und trotzdem aber auch nochmal drüber nachdenken, so, wie verhält man sich, was könnte man gerade so ein bisschen besser machen, ne? Was kann jeder Einzelne dafür tun, um die Welt so ein bisschen besser zu machen und so. Das sind so Gedankenansätze, die bekomme ich dann. Ich finde es schön. Please. Ich muss das, ey, aber ich bin hier nicht. Hey Major, grüß dich. Ich bin nicht happy. Jedes Mal ein Gekraxel, ihr könnt euch nicht vorstellen. Von da, also, ich bin nicht happy, aber das sind wilde Strände. Ja, über Müll schlafen einfach. Voll im Müll. Ohne Dach, egal. Hauptsache Hängematte. Und wenn es regnet, no joke, dann stehe ich auf, dann bin ich wach. Ist mir egal. Nur nachts hier aufstehen. Nachts hier aufstehen. Boah, Junge. Yep. Stelle ich mir auch schwierig vor. Das ist gut, oder? Sehe ich mal rein. Da noch ein Stock rein. Ich bin fein.
Wenn es regnet, bin ich am Arsch. Erste Nacht. Boah, ich hoffe nicht für ihn, dass es regnet. Mit Blick auf Beach. Jetzt reicht's mir gleich. Aber... Guckt euch den Müll an. Das ist so erschreckend einfach, oder? Das ist eigentlich so verstörend. Schläppchen kurz aus. Die Viecher kommen auch schon. Man merkt schon Mücken und so. Ja! Ja, Mann. Also, ey. Oh, aber ohne Witz, das könnte auch, ich meine, wenn man jetzt den Müll so nicht sieht, ne, und ausblendet, das könnte auch so von einem, keine Ahnung, von einem Instagram-Post, so ein Werbepost sein, so, hey, komm jetzt nach Panama. Oder? So ein bisschen Touristik-Panama? Vom Spektakulären ist das der Place, ey. Besser kann's nicht sein. Ey, besser kann's nicht sein. Jetzt brauchst gar nichts mehr machen. Die Ridgeline schön hochgezogen. Das ist der Place to be. Ihr wisst, was bin ich für ein Survivor? Notfall-Survivor. Ich bin wie 90% der Leute. Sowas wird für mich nie, das war gar keine Option. Und ich habe keine Ahnung, vielleicht sagt ihr zu Hause, ja, so würde ich es auch machen. Vielleicht sagt ihr aber auch zu Hause, der hat gar keinen Plan. Ich weiß, dass ich viel Unsinn heute schon gemacht habe, mit den Schlappen rumlaufen, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich meine, guckt euch das an. Hier rumzulaufen ist nicht einfach. Der Strand ist nach hinten geschlossen. Für mich ist kein Durchkommen. Alter, die Moskitos jagen echt. Für mich ist kein Durchkommen nach hinten möglich. Oben links, es ist kein Weiterkommen möglich. Vielleicht, wenn ich da hinten über Felsen kletter. Aber ey, boah, muss ich auch nicht haben. Muss ich auch nicht haben. Komm, Jungs. Gleich mal für ein gutes Gefühl. Ich finde, Knossi schlägt sich extrem gut. Hey Bartho, grüß dich. Vielen Dank, Mann. Ich finde, Knossi schlägt sich extrem geil. Und ich finde, man sollte natürlich immer sehr respektvoll sein und auch mit den Leuten. Ne? Und ich meine, ich finde es mega respektabel, dass sich überhaupt die ganzen Teilnehmer sowas trauen. Muss man ja auch mal so sagen. Ne? Und es ist, ihr kennt das ja auch so, die Keyboard Warriors. Es ist schneller mal gehatet als sonst was. Ich weiß zwar nicht, um was es geht, weil wie gesagt, ich werde das jetzt erst alles sukzessive kennenlernen mit euch zusammen. Aber das ist nun mal so meine Prämisse, dass wir natürlich alle, und safe seid ihr da auch mit dabei, immer sehr respektvoll gegenüber den Teilnehmern sind. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was so in den nächsten Folgen in der Staffel auf mich zukommen wird. Ei, ei, ei. Naja, wenigstens läuft noch der Stream, Freunde. Ich komm, weiß komm, auch komm, nicht. Runter. So. Komm, nach runter! Komm, nach runter! Okay, jetzt fischt der eine. Komm, die runter! Jetzt aber! das ist ein Stock hier. Nee. Hä? Ist doch nicht so leicht. Nee, Mann. Stau, Connor! Ich dachte, er wäre im Runterholen besser mit dem Stock, ehrlich gesagt. Also ich dachte, der würde damit besser umgehen. Spaß. Ist natürlich schwierig, das so ein Ding runterzubekommen. Aber ich dachte jetzt wirklich, das langt. Also wenn er das so das Ding einmal anschaukelt, die Kokosnuss, dass das dann schon reicht. So leicht. Stau, Connor. Boom. Boah. Es muss auch frustrierend sein, ne? Für alle, die gedacht haben. Ich überlege. Das kann man! Nein, Mann, ich überlege mal gerade, wie ich das Ding da, also die Kokosnüsse runterholen sollte. Was wäre denn eure Taktik? Rütteln, safe nicht, ne? Kann ja immer einem auf den Kopf fallen. Deswegen Grüße geht raus an Nova mit ihrem Kokosnussschutzhelm. Ist schon mega gut. So einfach! Aber ich wüsste nicht, wie ich jetzt die Dinger da runterholen sollte. An der Palme rütteln, definitiv nicht. Mit so einem langen Stock dran rum, maybe. Geht das? Oder einfach mal gucken, Baum fällen? Okay, und Baumfällen wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Weil, oder wie kriegt man die denn runter? Oder warten einfach, bis die von alleine runterfallen? Aber das ist natürlich, ich weiß nicht, gibt es nicht so eine, kann man nicht, es gibt doch solche, bestimmt so safe eine Palmenklettertechnik, so wie ein Äffchen, oder? Ich meine, ich habe lange Arme. Könnte ich mich nicht so an der Palme so festheben? Und könnte ich mich dann nicht so
nach oben juckeln, geht es nicht. Oder so die Beine rum, das würde ich vielleicht probieren. Aber hochklettern wäre die Verletzungsgefahr auch extrem. Stell mal vor, da haust du irgendwie so ein Spreitel rein oder so irgendwie vom Baum. Ich weiß es nicht. Aber das könnte wirklich gefährlich sein. Hi Ricardo, grüß dich. Nichts. Gar nichts. Oh, der Arme. Später. Kostet zu viel Kraft. Aber hey, das mal zu probieren. Ist krass. Es ist nicht einfach. Naja gut, hier liegen ja auch einige, aber die sehen sehr vergoren aus. Aber da können auch einige gut dabei sein. Kein Problem. Wie die hier. Nee. Da muss man aufmachen, muss man probieren. Alles voll hier. Was ich auch entdeckt habe, als ich vorhin hier das Lager aufschlagen wollte, ist dieses Zeug. Hey Lars, grüß dich. Ich glaube, das ist trocken, furztrocken. Das ist fürs Feuer machen gut. Okay. Aber hey. Gönn dir, mein Freund. So beschissen. Hier die Sachen. Jedes Mal hier ganz runter, Felsen. Da hinten wieder hoch. Das kann ich mir für 7 Tage. Ich glaub's dir. Da wünsche ich mir was anderes noch. Wird kein Baum wachsen so schnell. Aber Knossi, ey. Oh, Nova. Das ist ein Hai. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Das ist jetzt kein Witz, da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Lars, stopp, stopp, halt. Ganz wichtig, Creme fürs Tattoo, lass Creme. Es gibt von Bepanthen ein Dexpanthenol Spray. Mach das. Das habe ich bei meinen Sleeves auch gemacht. Beste, was es gibt. Es gibt von Bepanthen ein Spray. Das Dexpanthenol Bepanthen Spray. Keine Creme. Und das Spray ist nicht so fettig. Und du kannst es hauchdünn drüber machen, immer wieder. Also Lars, wenn du das noch hörst, ich hoffe, du bist noch da. Bepanthen Dexpanthenol, also Spray. Nicht die Creme, die ist zu fettig. Dann reibst du dir, aber ich gebe dir einen Tipp, das habe ich auch safe gemacht, das ist ein Geheimtipp. Bei Tattoos nimmst du immer das Spray, weil das kannst du so hauchdünn auftragen, so über die Haut, so drauf sprayen und du kommst mit deinen Fingern gar nicht drüber. Also ich gebe dir einen Tipp, das habe ich komplett gemacht bei meinen Sleeves und ich bin ja noch immer so Work in Progress und das ist super schnell abgeheilt. Also wirklich, das Apotheke ist sehr gut, in der Apotheke haben sie das Spray, richtig gut. Hi, seht ihr die Flosse? Aber da hatte jeder so sein Ding. Aber ich wollte nur mal sagen, hat mir extrem geholfen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ist das gruselig. Kokosöl? Oh mein Gott. Da ist er eben auch getaucht. Nee, das ist jetzt die erste Folge, also die 25 Minuten. Folge 1 kommt morgen auf YouTube, Folge 2 am nächsten Mittwoch auf YouTube und das ist jetzt die Folge 3. Ich hoffe einfach, dass es einen Shot gibt. Das sieht man ja auf jeden Fall, oder? Da hier. Also zu wissen, dass ich da heute Morgen schön reingesprungen bin und dann hier an Land geschwommen bin. Das sieht man ja auf jeden Fall, oder? Ein Shot gibt. Warte mal, was? Ich hoffe einfach, dass es einen Shot gibt. Ach du meine Güte. Das ist ein Hai. Das ist ein Hai. Habt ihr schon mal einen Hai gesehen? In echt? Ich noch nie. Delfine, ein Wal, aber ein Hai noch nie. Das sieht man ja auf jeden Fall, oder? Da hier. Ist neben dir geschwommen, Flo? War der freundlich? Und ich ihm hinterher. Jo, was macht ihr denn, ey? Der A-Squad ist ja hier hart. Geht ein Hai schwimmen. Also zu wissen, dass ich da heute Morgen schön reingesprungen bin und dann hier an Land geschwommen bin. Besonders eigentlich sind Haie ja nachtaktiv. Und er schwimmt immer hin und her. Was macht er? Robert Mark Lehmann? Die Antwort bitte. Keine Ahnung, was er macht.
Guck mal, jetzt ist er da ganz hinten. Jetzt sieht man das nicht mehr so gut. Ich hoffe einfach, dass ihr den Hai sehen konntet auf irgendeiner Aufnahme. Ja, konnten wir. Das klingt so doof, aber es ist irgendwie geil zu wissen, dass noch jemand anderes hier ist. Selbst wenn es nur ein Hai ist. Wenn es der Hai ist, wollte ich gerade sagen. Ich weiß auch schon wieder nicht, was ich war. Ach genau, heute ein sehr erfolgreicher Tag. Angekommen. Ich habe trinkend Wasser gefunden. Das war sehr cool. Wo mir auch im Nachhinein aufgefallen ist, ist einfach da drüben. So, ist aber auch eine Trinkwasserquelle, weil da sich das Regenwasser sammelt. Und hier läuft das Süßwasser aus dem Fluss, läuft hier ins Meer. Da haben wir Kokosnüsse erfolgreich darunter geholt und sie aufgemacht. Also die eine war jetzt vielleicht nicht der beste Move und war jetzt vielleicht auch nicht so schlau, aber ich habe es gemacht. Ja. Und jetzt ist halt das einzige noch so ein bisschen sheltermäßig. Ich bin jetzt hier ein bisschen in den Dschungel reingegangen. Guck mal, wie riesig dieser Baum ist. Hammer. Ja, aber das ist schon ein großer Baum. Bisschen hier so eine Sackgasse. Klar könnte ich mich hier durchschlagen. Aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise da für mich mehr Möglichkeiten gibt. Ich überlege mir gerade, wenn ich das sehen würde, wo würde ich hingehen? Würde ich am Strand bleiben? Irgendwie, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt wegen der Ebbe und Flut, also quasi wegen der Flut, hätte ich dann Schiss, am Strand zu pennen. Das wäre das, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, ob Strand wirklich so meine präferierte Numero Uno wäre in der Platzwahl, wenn es um Shelter geht. Aber dann soll ich dann in den Dschungel rein oder soll ich dann, was würdet ihr denn machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mir halt einen Spot suchen, der irgendwie nicht zu exponiert wäre, genügend Schutz irgendwie durch eine natürliche, keine Ahnung, wenn da jetzt so eine Felswand wäre, ne, so ein bisschen Höhlen-Style oder gucken, dass ich auf ein Plateau vielleicht komme. Irgendwo hin, es wird wahrscheinlich auch stark davon abhängen, was ich jetzt dabei habe, ob es jetzt eine Hängematte ist oder irgendwie was anderes. Aber ich würde gucken, dass irgendwie keine Tiere mich angreifen könnten, dass ich geschützt bin vor der Flut. Ja. Und irgendwo mit meinem. Ja, stimmt, ey. Da gebe ich dir recht, Bato. Zu viele Insekten. Genau, Insekten, da hätte ich auch Schiss vor. Biwaksack zu pennen. Auch hier geht es sehr steil hoch. Eine Idee habe ich noch. Und das ist, weil jetzt immer noch Ebbe ist, dass ich einmal auf den Felsen da drüben klettere und gucke links und rechts, wie es da aussieht. Okay. Joris. Spricht man ihn eigentlich so aus oder Choris? Nee, Joris wahrscheinlich, ne? Joris. Ich überlege immer. Mittlerweile bin ich dabei, mein Shelter zu bauen. Hinter mir. Dieser Spot hat folgendes Problem. Joris hat es nicht geschafft, ein Feuer zu entzünden. Okay, nicht schlimm. Da hinten ist alles voller Fliegen. Hier oben ist alles relativ trocken. Viecherfrei und auch sonst meiner Meinung nach relativ gut geeignet. Diese beiden Wurzeln, zum einen die hier und zum anderen die hier, sollten mein Gewicht ganz gut halten können. Ich habe hier mit der Machete schon ein bisschen Arbeit geleistet und habe Einkerbungen gemacht. Diese Einkerbungen sollten das Seil, das ich da später zum Befestigen der Hängematte nehme, ganz gut halten. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Aber ich muss definitiv kreativ werden, denn dieser Stamm ist tatsächlich hohl. Da waren Termiten schon am Werk. Und deswegen traue ich diesem Ding hier nicht mehr ganz so sehr. Das Gute daran, wenn ich fallen würde, würde ich zwar auf den Steinboden fallen, aber nur ungefähr einen Viertelmeter tief. Genau deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen landeinwärts laufen, um zum einen Holz zu finden und zum anderen Palmblätter. Diese Palmblätter sehen zwar geil aus, Problem ist aber, es sind Stachelpalmen. Und die haben überall kleine Stacheln. Das heißt, die Stacheln hier von den Blättern zu entfernen, würde mir zu viel Zeit kosten jetzt erstmal. Die Alternative ist einfach ignorieren und eine bessere Palme suchen. Vielleicht gibt es ja hinten ja auch noch sowas wie Kokosnüsse. Wer weiß, jetzt erstmal schauen. Dieser vietnamesische Todesapfel, da bin ich immer noch wirklich... habe ich gerade gesagt vietnamesische? Der panamesische Todesapfel. Der panamesische Todesapfel, dafür habe ich wirklich Schiss. Ihr habt mir das ja so ein bisschen näher gebracht, auch dass man da nicht drunter stehen sollte, wenn es regnet. Ne? Das stelle ich mir crazy vor. Also das Wasser sieht immer noch sehr sauber aus hier oben. Keinerlei Verschmutzung oder sonst was. Das ist gut. Wasser ist sehr klar. Ja. Okay, also Resümee. Ich werde keine andere Palme finden, außer der Stachelpalme. Das heißt, ich gehe zurück an den Strand, weil ab jetzt wäre alles viel zu kalorienaufwendig, um ein paar Palmblätter ranzubringen. Ich habe jetzt gehofft, da wäre irgendwie was bodennahes.
Aber tatsächlich scheint es mir so, als hätte ich keine Alternative, als den Stachelpalm mitzunehmen, sie zu entstacheln und das Ganze dann für den Shelterbau zu nutzen. Übrigens auch hier, ne? Da überall diese Stacheln. Es ist enorm wichtig zu schauen, wo man hinläuft. Wenn man eine Sekunde unachtsam ist, kann eine Scheiße passieren. Was? Der Todesapfel soll unheimlich süß schmecken. Wer hat es getestet? Und wie oft? So, guck mal hier. Ey, du probierst das jetzt. Wie schmeckt das? Ziemlich süß. Möchte man nicht. So vielleicht, oder? Wie gehe ich das Ganze an? Ich habe hier verschiedene Bambusrohre gefunden. Und diese Bambusrohre nehme ich jetzt als Grundgestell, um mein Fischernetz als Hängematte zu nutzen. Ob das Ganze klappen wird, ich weiß es nicht. Ich zeige euch das Ganze mal ganz kurz. Wie gesagt, ich habe die beiden Wurzeln dazu verwendet, das Gestell zu basteln. Das Ganze sieht jetzt so aus. Es ist belastbar, aber sehr wackelig. Die ersten Wehwehchen sind übrigens auch schon da. Kleine Hautlappen fehlen. Was? Überall die ersten Moskitos, die mich gestochen haben. Ich habe rote Punkte überall. Ja, aber darüber hinaus geht's mir gut. Das heißt, es sind alles Wunden, die jetzt nicht wirklich medizinisch relevant sind. Dafür bin ich dankbar, denn bisher ist nichts schief gegangen. Ja, gut. Ich komme voran. Ihr seht es hier. Es wird. Also, zwei Bambusstammen. Ich habe hier alles ziemlich, ziemlich gut befestigt. Das einzige Problem, das hier ist nicht fest. Diese Y-Verzweigung und natürlich, das hier ist ein bewegliches Element. Eigentlich wahrscheinlich ziemlich bequem, wenn das Ganze so ein bisschen federt und so ein bisschen cozy ist. Aber ist natürlich schwierig, damit zu basteln. Ich denke, ich bekomme es hin, dass ich da drin angenehm schlafen kann. Ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr Fischernetz tatsächlich, aber ich habe unendlich viel. So viel, wie ich aktuell habe, kann ich nicht benutzen. Deswegen. Hola, servus, willkommen im Squad. Es sieht aus wie eine Matratze. Also beziehungsweise wie so ein Lattenrost. Deswegen werde ich es wahrscheinlich jetzt einfach dafür nutzen. Ja, wie ich das Dach mache, absolut gar keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung. Ich bin richtig überfordert, weil das Dach mindestens 4 Meter hoch sein wird. Oder sein muss, dass es irgendwie was taugt. Oder ich mache es halt einfach nur kurz über mich. Aber auch da, wie mache ich das? Ich bräuchte jetzt irgendwie einen Ast, der 5 Meter lang ist. Ja, doch, von dort quasi bis hier. Ja, darüber hinaus, ich habe jetzt einen kleinen Tisch, ich habe meine Sachen mal alle hergeholt. Das Wasser aus dem Bach ist unglaublich sauber. Also wirklich, da drin ist kein einziger Partikel mehr. Ich trinke das also einfach so aus der Quelle. Gut, soweit von mir. Okay, erinnert mich so ein bisschen an Niklas, aber so von der Art her. Jetzt nicht vom Aussehen und auch nicht von, sondern von der Art. So ein bisschen dieses Fresche. Einfach komplett durchnässt, alles ist immer durchgehend komplett durchnässt. So am Schwitzen. Oh, Sascha. Moskitos beißen mich schon überall. Ja, du schwitzt natürlich und jetzt muss ich da so tief rein, weil da geht's nirgends. Ah, ist das ein Scheiß. Ist das ein Scheiß. Boah. Hängematte mit Moskitonetz. Fuck. Okay, also. Mir ist richtig schlecht. Oje. Ich will lauter auspowern. Ich kann nicht mehr. Oje. Komplett durchschwitzt. Boah. Überall die Viecher. Was war das? Boah. Was war das? Überall die Viecher. Was ist das? Das ist ein Stein, der rollt. Was ist das? Boah. Überall die Viecher. Ich bin voll angeekelt. Was ist das? Ja. Oh, ein Krebs. Moskitos. Und ich schaff's nicht, das nachzubauen, wie ich es probiert habe, weil da ist der Boden ganz anders. Du kannst nicht graben, lauter Wurzeln sind, lauter Steine, die ersten 10 cm nur Steine.
Pokémon. Die Bäume haben alle Spitzen. Ständig schneidet man sie. Also ich glaube, die Hängematte wird bald dran glauben müssen. Aber noch gebe ich nicht auf. Zweiter Plan wäre natürlich einfach da irgendwo pennen. Heraußen. Einfach nur zwei Stämme hin. Der arme Sascha, oder? Es ist krass, also wenn du die Leute so siehst, die Teilnehmer meine ich jetzt, ne? Wenn man die Leute, die Teilnehmer rotzt, das war echt lustig, Pokémon. Wenn man die Teilnehmer so sieht und die so, wenn sie so strugglen, ich bin da sehr empathisch. Ich denke dann, oh Mann, der Arme, ich würde mir jetzt gerne helfen. Lang, also zwei längs, die anderen quer, leicht erhöht, fertig, einfach nur. Aber ist schon risky mit dem Krokodil. Fuck. Und der nächste Scheiß ist einfach, ihr habt da nur Steine. Es ist nirgends gemütlich. Nirgends ist es weich. Nirgends. Fuck. So, jetzt war ich kurz im Kopf im Wasser. Überleg gerade, was ich jetzt machen soll. Mir ist so schlecht. Oh, meine Arme. Ich hab gegraben die ganze Zeit. Es fällt immer wieder um. Weil hier einfach nur Steine sind. Überall Steine. Was willst du hier bauen? Und auch wenn du weiter reingehst, nur Steine. Jetzt überlege ich, ob ich einfach hier so quer die Dinger leg. Ja. Also viele Äste so. Aber was ist mit der Flut? Einfach schräg hin. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich fange wirklich an zu weinen, wenn es heute Nacht bei denen da regnet oder wenn jetzt die Flut kommt. Dann bin ich einfach da drauf. Keine Ahnung. Die ganze Zeit die Gedanken, einfach die Hängematte nehmen. Zwei Gegenstände, wäre immer noch mega nice. Aber Plan B, ich probiere es jetzt noch. Die Teile nehme ich gerade mit. Schleppe ich gerade schon. Krass, guck mal, das sieht aus wie so ein Oktopusarm, oder? Guck mal, das sieht auch safe aus wie so ein Tentakel mit den Saugnäpfen hier dran. Oder? Oh. 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 Da jetzt irgendwie mehrere längs an da drauf bin. Keine Ahnung. Das sieht aus wie bei, keine Ahnung, das könnte auch in so einem MMO-Spiel könnte das auch irgendwie so ein Item sein, oder? So ein Stock, so ein Zauberstaff, so ein Wand, so ein Zauberstab, ein Stock irgendwie so. Der Tentakelstock. Octostaff. Wir nennen ihn jetzt, oder ich, was heißt wir, aber okay, ich nenne ihn jetzt dann Octostaff. Oh, fuck. Ja, Stab des Schamanen, oder? Könnte es safe sein. Boah, es könnte, kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Oh, das sind ganz viele Octostaffs. Bam, bam. Was ist das überhaupt? Und warum stinkt das noch scheiße? Okay, Leute. Okay, okay. Ey, der Octostaff hat mir erstmal plus 1 Delay hier reingezaubert. Okay, das ist so funny, ey. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach so Sub-Sounds und so, gell? Wenn jemand reinsubbt oder ein Follow da lässt oder so. Was ist das überhaupt? Und warum stinkt das noch scheiße? Ey, ich hab's so geschleppt, ihr könnt euch nicht vorstellen. Der Baumstamm und der fette Baumstamm waren schon da. Dann habe ich den geholt, den fetten da und den fetten da von da drüben, den Riesenteil, um mich nochmal hier abzuheben. Ja? Und dann habe ich die ganz langen Teile geholt. Oh Mann. Und so längs gelegt, damit. Was? Bei Rift gibt es einen Octostaff jetzt? Ehrlich? Wirklich? Damit ich einfach jetzt so liegen kann. Crazy. Also Erhöhung, Erhöhung und dann auf den Teilen drauf. Ich habe jetzt durchgerackert, weil ich weiß, es geht jede Sekunde, wird finster und da drinnen gestochen worden von Moskitos, 1000 Mal. Ich habe mir
hab so reingerackert. Ich hab da drüben 3 Stunden so reingerackert. Es hat einfach nicht geklappt. Oh, der Arme, ey. Aber nicht aufgeben, Fokus behalten. Ja, Mann. Obwohl er schon richtig schlecht ist und du denkst, jetzt wird's gleich finster. Du kannst auf den Stein nicht pennen. Wenn da ein Sand wäre, mir egal, ich schlafe auf dem Sand. Geht nicht. Da ganz drüben ist Sand. Das ist der Mond da oben, ja, ne? Guck mal her, der Mond ist schon draußen. Sand, aber da ist die Flut. Ja. Und deswegen hier, jetzt das gebaut. Natürlich, scheiß drauf, da sind die Mangroven. Da ist Süßwasser. Wenn da ein Krokodil kommt, frisst es mich. Ja. Kommt es da raus, frisst es mich. Ja. Es sind da überall Tierwege, Wildschweine, was weiß ich. Aber deswegen die Erhöhungen. Ihr habt versucht, so gut es geht. Wildschweine. Morgen werde ich weiterbauen. Vielleicht kommt morgen da ein Dach dazu, so schräg. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich lasse vielleicht das einfallen. Der Mond ist immer draußen. Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, ich weiß natürlich, dass der Mond immer draußen ist. Ich meine, man sieht ihn hier schön. Ich hoffe einfach, dass heute Nacht nicht regnet. Auf gut Glück. Und dass kein Krokodil kommt. Verschwörung, der Mond ist doch nicht immer da. Und keine Wildsau, und keine Schlange, und kein Nix. Aber ich bin... Ich find's geil, ich bin wieder gut drauf, Leute. Ich bin da, glaube ich, echt gut aufgestellt. Bei dem anderen bauen man übrigens Ameisen, auch mit dem Seil, das wäre scheiße gewesen. Die Ameisen wären über das Seil dann gekommen und wären bei mir herumgegrabbelt. Wirklich, man muss dann zu viele Dinge denken. Das, ja... Jetzt habe ich mal länger nicht gefilmt, ich habe jetzt alles aufgebaut, weil ich so einen Stress habe. Aber so schaut es jetzt aus. Ich weiß, es schaut vielleicht nicht nach viel aus, aber es war so. Ey Marc, hi, grüß dich. Viel Arbeit. Jetzt 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden nur gebaut. Hardcore. Das ist großes Problem, weil ich werde extrem viel trinken, okay, geht. Aber ich werde extrem viel Nahrung brauchen. Ich habe jetzt schon so einen Riesenhunger. Wenn du. Der Körper ist an nichts gewohnt. Nichts. Weder die Luftfeuchtigkeit noch das. Ganze Zeit uneben gehen bei den Steinen. Mit meinen Schuhen. Immer durchgehend, jeder Schritt. Sascha hat sich für einfache Sportschuhe als Schuhwerk entschieden. Ah. Dann. Okay. Ja, Marc, wir haben gerade eben schon so ein bisschen gerätselt. Ich glaube, ich wäre echt lost hier. Also in Schweden, safe, hätte ich gemacht. Panama, das ist noch eine andere Nummer, ne? Das ist mal was ganz anderes. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, also ich bekomme einfach Bock auf Outdoor-Activities, auf grundsätzlich Aktivitäten draußen, ob das jetzt Wandern ist, ne, oder ob das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte auch mal Bock da, keine Ahnung, irgendwo draußen zu campen. Ich glaube, ich nähere mich ganz, ganz langsam in kleinen Schritten an. Ja. Schwer mit der Machete, Racker, ey, es ist so krass. Aber ich will nicht jammern, ich habe auch keine Zeit zu jammern, deswegen weiter geht's. Grünfläche drauf, vielleicht schaffe ich es irgendwie, Grünzeugs drauf, dass ich irgendwie halbwegs gut bin. Ja. Ich bin ganz ehrlich, stabil ist das nicht, aber es steht wieder. Oh, guck mal, das ist, was ich da gelernt habe, ne? Das ist hier ein A-Frame mit der Querverstrebung. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Mein Ziel ist es heute wirklich erstmal einfach nur ein regendichtes Dach zu bekommen oder einigermaßen regendichtes Dach und erhöht zu liegen. Alles andere kommt dann morgen. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und große Palmblätter suchen. Okay. Ich habe hier gerade was gefunden. Was ist das? Ich habe zwar ein Messer. Boah, krass. Aber wenn ich jetzt kein Messer hätte, dann hättest du jetzt ein Messer. Könnte ich mir vorstellen, dass man sich hier raus ziemlich gut das Ding an einen Stock befestigt oder so. Weißt du so? Ein Schneidwerkzeug. Das ist so ein bisschen die Frankfurter Variante. Machen könnte, weil der ist echt ganz schön scharfkantig. Ich will ja nichts sagen, Leute. Aber. Oh, sie hängt. Oh. Ich hing gerade mit meinen Haaren in diesem Stachelbusch. Aua. Der hat von unten, der hat überall Stacheln. Ich bin gerade dabei, hier so ein paar Blätter abzumachen. Ich merke gerade, dass die nächsten 7 Tage hart werden. Ich habe es mir jetzt anders überlegt. Boah, aber das sieht doch richtig gut aus.
das Ding hat einfach überhaupt nicht gehalten, das, was ich vorher gebaut hatte. Das war das ist der Grund, warum Nova diese Frisur hat, damit sie mit ihren Haaren, ja, das glaube ich. So das ist so clever, ne? Ist schon crazy, auf was man dann so alles achten muss. Stabil. Das ist jetzt auch nicht optimal, aber es ist schon mal ein bisschen fester. Und ich muss jetzt irgendwie was hinbekommen, dass ich heute Nacht, sollte es regnen, einigermaßen trocken bleibe. Ich werde das natürlich alles hier noch irgendwie versuchen festzubinden. Ja. Okay. Dann muss ich hier das irgendwie noch versuchen, so ein bisschen abzudecken. Mir fehlen halt so ein bisschen gerade, also einfach Stöcker fehlen mir hier. Ich muss mal gleich gucken, wie ich hier noch so ein bisschen was finde. Ja, ich glaube, es wird später auf jeden Fall noch so eine kleine Dusche fällig. Ja, ich merke aber, es ist halt nicht mehr morgens. Also es wird hier jetzt schon alles so ein bisschen düsterer. Oder zumindest ist die Sonne so ein bisschen weg. Ja, ich brauche auf jeden Fall heute Nacht ein Feuer. Okay. Ich finde es gerade so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe das Gefühl, dass es schon so ein bisschen dämmert. Ich weiß halt leider nicht, wie spät es ist. Und ich habe gerade mir so ein paar Gedanken gemacht, was ich jetzt als nächstes mache, weil, naja, das hier wird mich definitiv nicht vor Regen schützen. Trotzdem habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mich jetzt erstmal um eine Feuerstelle kümmere. Dass ich irgendwie ein Feuer hinkriege und sollte es heute Nacht in Strömen irgendwie anfangen zu gießen, dann muss ich zusehen, dass ich irgendwie irgendwo in Sicherheit komme, mich irgendwo drunter stellen kann und dann da ausharren kann. Ich habe das jetzt hier gerade schon vorbereitet. Ich bin gleich mal gespannt, ob das klappt. Ich habe jetzt hier ein bisschen Zunder hingelegt. Hier dann nochmal so ein paar trockene, einigermaßen trockene Kokosfasern, da ein paar kleine Stämme und dann hier jetzt ein bisschen Holz. Ich muss ganz ehrlich sagen, eventuell werde ich einfach diesen großen Stamm hier nehmen und den immer nach und nach ins Feuer schieben. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Bin ich auch gespannt. Fackelt da nicht einfach das ganze Ding auf einmal ab? Ja, die Steine sind schön, gell? Feuer machen wäre auch sowas, das würde ich safe irgendwie nicht hinbekommen. Also mit so einem... Ich weiß es nicht. Okay, Andi, ich korrigiere mich. Ich würde wahrscheinlich mir es... Also mir würde es sehr, sehr schwer fallen, weil ich nicht die Geduld da so habe. Alles, was, wofür man Geduld braucht, bin ich raus. Okay, ich glaube, die Sonne geht bald unter. Ich kenne das. Wenn die Sonne so steht hier, dann geht das ruckzuck. Rucki zucki. Da gibt es auch so einen Trick, ne? Da macht man irgendwie so, kennt ihr das mit der Hand irgendwie, wenn du so zwischen dem Horizont und der Sonne irgendwie die Fingerabstände, ist nicht ein Finger eine halbe Stunde, bis die Sonne untergeht oder so irgendwas? Zug weg. I don't know. So, ich habe mir auf dem Weg eine Kokosnuss mitgenommen und ich dachte mir, ey. Der Tätowierer, wo ich war, kennt dich auch von YouTube, echt? Geil, sag mal schöne Grüße, ich müsste mein Sleeve weitermachen. Kennst du noch einen guten? Ich bin, das Krasse ist, ich will es nicht so weit irgendwie jetzt, long story short, wir können, schreib mich mal an, Lars, dann connecten wir uns mal so ein bisschen. Och Mann, Knossi, ich will jetzt, dass es weitergeht. Komm, danke. Lars. Danke. Was ist denn das hier? Sieht aus wie so ein Fuß. Eine Kokosnuss. Mitgenommen. Ey, was ist denn das von unten? Okay, kennt ihr? Nein, das darf ich nicht sagen, ne? Aber guckt euch das einfach mal an. Vielleicht kommt es ja dem einen oder anderen bekannt vor. Ich weiß ja nicht. Könnte ja sein, dass... Ja, auf dem Weg. Eine Kokosnuss. Es sieht aus wie so ein Alien-Kopf. Hier ist das Auge, hier ist der Mund, ja. Und das ist so der riesige Schädel, in dem dieses überdurchschnittlich große Gehirn Platz finden darf. Mitgenommen. Und ich dachte mir, ey, das ist die perfekte Vorrichtung, um Kokosnuss zu öffnen. Das ist ein Alien-Schädel. Das ist mein Kokosnussöffner. Also so wie es aussieht, glaube ich, das wird meine Küche. Okay. Das ist mein Wohnzimmer. Das ist mein Schlafzimmer. MTV Cribs bei Knossi. Und ich habe auch schon noch eine Idee, wo mein Badezimmer wird.
The biggest mansion. Das größte Haus am Beach. Ja, Mann. Ich benutze einfach den ganzen Strand. Oh, apropos NF Mansion, wollte ich ja auch noch drauf reacten. Ich brauche kein Haus. Ich benutze den ganzen Strand. Ich habe verschiedene Bereiche. Ich gehe nachher duschen da. Ich gehe nachher da duschen. Und dann bin ich sauber und gehe ins Bett. Jetzt nochmal die Kokosnuss auf. Wer glaubt, dass es klappt? Ja, wen frage ich eigentlich? Ich kriege keine Antwort. Aber ich glaube, man merkt auch eins, sagt ehrlich, wie ich durch den Wind bin. Ne? Für alle, die gedacht haben, ja klar, der macht jetzt hier den Clown oder was. Wie soll das gehen? Ich bin ernst dabei. Ruhe. Okay, oh, geht es gut? Rhetorische Frage. Ah, I don't know. Okay. Habe ich mir einfacher vorgestellt. Haben wir anders geübt. Safe. Safe, dachte ich. Ich dachte auch am Anfang, er wilde irgendwie durchtreten oder so, weil das, der Stein, das so wie so eine Halterung quasi. Aber es ist einfach nur so seine Kücheninsel quasi. No pun intended, aber das ist wirklich eine Kücheninsel hier. Das gibt's doch nicht. Die Aussicht ist geil, gell? Das ist wirklich wunderschön. So, wie wir es uns geübt haben, aber wir hatten halt auch nicht diese Art von Kokosnuss, ne? Die Zune. Ich lasse es mal. Das macht mich zu arg fertig. Boah, das würde mich frustrieren. Weißt du, wenn du sagst, guck mal, hier ist das Essen, krieg das Ding nur auf. Oh, Mann. Fuck. Scheiße. Das habe ich jetzt zurecht gesucht. Wenn meine Berechnungen richtig sind, das fühlt sich wie hochbrennbar an. Ich weiß nicht warum. Von dieser Palme. Von klein nach groß. Stöcke und Treibholz, Bambus, eine alte Kokosnuss. Ich würde erstmal die kleinen Teile reinlegen. Komm, wir probieren das jetzt. Hola, Pickbube. Willkommen im Squad. Kokosnuss aufgekriegt. Hoffentlich schaffe ich es wenigstens, Feuer zu machen. Weil ansonsten weiß ich auch nicht. Ich bin gespannt. Ich brauche hier mal schön hin. Boah, das wäre krass. Es wäre wichtig. Es wäre so wichtig für mich. Ich würde es ihm gönnen. Ich würde es ihm wirklich gönnen. Come on, mach Feuer. Safe, wenn er jetzt Feuer hinkriegt, rastet er erstmal aus. Riecht nach Feuer, aber brennt nicht. Aber kleine Glutkrümel, das könnte gut gehen. Es muss kleiner sein. Oh, Baby, ein Erfolgserlebnis bitte heute. Ich würde es ihm so gönnen. Bitte ein Erfolgserlebnis. Ich würde es ihm wirklich gönnen. Come on, Knossi. Ja! Okay, das brennt. Oh, es hat gebrannt. Komm. Ja, komm. Ja. Komm. 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 Geil. Der kriegt's komm, hin, oder? Mann. Hey, geil. Hey, Jules, willkommen im Squad. Was geht ab? Komm. 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 Oh ja, das klappt, komm, das klappt. Komm, 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 das hier ist das gute Zeug. Ich hab Feuer ge... Ich hab Feuer gemacht. Ich brenn das... Ich dachte eh, was denn jetzt passiert. Feuer ge... Das ist safe, klein Andi, wenn ich mit dem Kaffee die Treppe hochgehe und es brennt. Eieiei. Eieiei. Wir buffern wieder, aber das ist mir egal. Ich will den Moment hier nochmal genießen mit euch. Das war ja verrückt. Ey. Das hier ist das gute Zeug. Das hier ist das gute Zeug. Das hier ist das gute Zeug. Ich hab
Feuer ge- Beste, ey. Beste. Ich hab Feuer gemacht. Es brennt, es brennt. Ich hab's geschafft. Am Leben halten. Wow, wie geil. Okay. Nein. Ich hab einfach Feuer gemacht. Ja, aber... Wer weiß, wie lange es brennt, aber... Ja. Es brennt. Leg nach. Es brennt. Es brennt. Ich hab einfach Feuer gemacht. Okay, geil, Mann. Ich gönne es ihm so, aber das war echt funny. Ich hab Feuer gemacht. Okay, das kann ich. Ich kann etwas. Ich geil. Kann etwas. Das ist wichtig. Weil ich denke, hab schon solche Gedanken... Raucht da jetzt einer? ...dass ich keine Kokosnuss aufkriege. Aber ich kann Feuer machen. Das reicht für heute. Das reicht mir. Das ist krass. Ich habe einfach Feuer. Das ist so sick. Geiler Typ, ey. Richtig geiler Typ. Oh! 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 Einiges geschafft, aber Feuer ist wieder ausgegangen. Feuer ist wieder ausgegangen. Aber hey, Herr Praxa, grüß dich. Es dürfte reichen. Für eine meiner Zigaretten. Denkt immer dran, das soll keine Werbung sein, ehrlich. Für Zigaretten. Nein. Ich bin da selbst auch nicht stolz drauf. Und wirklich, vielleicht macht diese Reise was mit mir. Aber ich habe echt an so einem Tag wie heute noch nie so wenig an Zigaretten gedacht. Und deswegen... Ich würde es voll abfeiern, wenn er einfach aufhört zu rauchen. Mir heute. Wirklich. Ich würde es voll abfeiern. Warum eigentlich? Ich weiß nicht. Ich mag einfach, wenn Leute, wenn es denen gut geht, wenn die gesund bleiben, so. Eine raus. Boah, bitte nicht runterfallen. Oh, das Feuer glüht wenigstens noch. Ist wasserdicht. Oh ja. Voll geil, oder? Wie kann man sich so freuen, ne? Ich finde es mega geil. Rauchen macht süchtig und ist tödlich. Deutlich tödlicher als eine tropische Insel. Ja, das ist krass. Ich habe auch mal, wann habe ich aufgehört? Vor 21 habe ich aufgehört zu rauchen. Und ich habe es wirklich, also ich habe mal wirklich 5 Jahre lang exzessiv geraucht. So ein Big Pack am Tag. Also wir sprechen so von der Menge. Und da bin ich froh drum, dass ich da weggekommen bin. Ich vermisse es echt nicht. Ich krieg flaschenweise Fanpost aus der Zivilisation. Okay, ich dachte jetzt hätte sich gerade ein anderes YouTube-Video im Hintergrund geöffnet. Du bist unser Held, geh nie weg von der Insel. Bleib da. Nee, ich muss den Filter abbrechen. Asozial am Beach. Furchtbar. Was? Was? Was macht der da? Verhalte dich als Zunder. Er braucht kein Geld und keine 20 Sender. Jetzt einfach mal eine Runde chillen. Was ist das für ein Lied, Leute? Nur eine einzige Runde chillen. Es ist unfassbar. Er macht sein eigenes Brot. Ich hab's immer noch nicht realisiert, ja. Was ich hier mache. Wenn die Sonne untergeht, gehe ich direkt ins Nest. Weil jetzt wird's dunkel da hinten. Oh Mann, ich habe so einen steinigen Strand. Kein Baum am Sand oder sowas. Es ist ein Wunder, dass wenn ich mir mit den Dingern nicht die Haxen breche. Das war ein Wunsch von Knossi, die Musik zu spielen. Robinson von Harald Grebe. Okay, danke Ricardo, cool. Oder danke euch, besser gesagt. Danke, danke, danke. Du habe ich oben ins Lager gemacht. Die ist nass. Wow. Gerade trocken gewesen, meine lange Unterhose. Wir genießen. Zusammen. Noch einmal. Nur durch treibend Error zum Handwerker geworden. Diese Blut. Auf Vögel kommen auch vorbei. Hier kommt auch keiner mehr vorbei. Ist das auch besser? Seven in the Wild. Seven on the Wild? Hat er nicht immer gesagt Seven in the Wild oder so?
Und das Seven in the Wilds. Das ist auch der Moment. Ich habe mit Sascha ausgemacht. Wir stehen uns so gut. Es war unglaublich Zeit, auch zu Beginn. Sascha ausgemacht, wenn die Sonne untergeht, denken wir an uns. Okay, safe, Cliff ist das. Okay, wir haben unser Thumbnail, Leute, für die Folge 3. Ich mag Knossi mittlerweile so krass. Ich weiß nicht, aber es macht irgendwie was mit mir, wenn ich das gucke. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber man fühlt sich da irgendwie mega befriedigt. Das ist so ein Gefühl von, keine Ahnung, das Leben kann so einfach und so schön sein und doch dann irgendwie manchmal so schwierig, ne? Kommt nicht zurück. Aber ich weiß, wenn er mich nicht vergisst, macht das auch. Ich melde mich an, wenn in der Nacht was passiert. Euer Knossi. Hi. Krasser Typ, ey. Wie gesagt, Knossi habe ich wirklich jetzt in mein Herz geschlossen, nach den kurzen Folgen. Ich finde, eigentlich, also, es ist immer schwierig, wenn man Leute über das Internet kennt oder so sieht oder so, ne? Aber ich finde, jetzt, wenn die auf sich allein gestellt sind, kriegt man ja schon einen ganz guten Einblick. Ich finde es mega, das befriedigt so. Ja. Sympathisch und bodenständig. Würde ich auch sagen, ja. So. Dann hoffen wir, dass wir das Ding da immer hingebucht kriegen. Boah, du Scheiße. Oh. Was er hier auch schon jetzt rumgeschleppt hat heute. Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, jeder von den Kandidaten, jeder von den Teilnehmern hat irgendwie, finde ich, cool. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Nova ganz am Anfang habe ich auch komplett falsch eingeschätzt. So mein erstes Ding, als ich gesehen habe, ich finde sie extrem sympathisch, auch die Sabrina. Wobei mit der Sabrina bin ich noch nicht so warm. Ich finde, keine Ahnung, ich finde, ja, weiß nicht, ich komme mit ihr jetzt noch nicht so, vielleicht werde ich mit ihr noch warm. Sie ist einfach so sehr neutral für mich. Also von ihr habe ich noch nicht so viel gesehen. Ich finde aber alle anderen Teilnehmer auch mega sympathisch. Auch, ja, also mittlerweile, ich bin richtig froh, dass die Gruppe so ist, wie sie ist, finde ich. Oh Mann, ey, er vergausgabt sich ja da auch echt. So, das Ding ist groß genug für mich. Ja, stimmt, genau. In der Nacht hatte er die Rückenschmerzen. Stimmt, Katrina, ich erinnere mich dran. Der dummschwere Teil. Mit seinem Rücken. Ist auf jeden Fall bei uns. Jetzt kommt Anpassungsarbeiten. Die Sonne brennt immer noch. Lifehack des Tages. Nicht jeder Bambus hält so eine dicke Holzplatte. Einen haben wir schon durch. Muss ich noch einen suchen. Krass. Lübt. Eieiei. Ah, ich krieg das denn. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, hier gegen das Holzbrett, weil das natürlich null federt. Und ich habe einfach ohne einen Bambus gefunden. Jetzt suche ich die passenden Stücke dazu. Jetzt wird die ein bisschen bearbeitet werden. Sollte. Oh, da ist sein Teil, ey. Die Machete. Also die Machete, Leute. Die Machete, die sieht schon geil aus. Das gut. Ich finde die Beschichtung auch ziemlich cool. Klappen. Mal vor allem hier sowas. Was wir hier drin haben, will ich nicht im Rücken haben. Das Einhorn vergesse ich jedes Mal. Ich vergesse das Einhorn jedes Mal. Und wenn ich sehe, denke ich mir so. Wisst ihr, was es damit auf sich hat, dass er den Einhorn auf dem Arsch hat? Einfach so just for fun, weil sich gedacht hat, okay, wenn jetzt die Kamera so filmt und dann, dass sich Leute wie wir jetzt so was zu lachen haben, oder gibt es da irgendwie so eine Backstory dazu? Also ich werde auch nochmal kleiner Hinweis, wir werden auch nochmal alle Behind the Scenes und so uns angucken zusammen und da gibt es auf jeden Fall safe auch noch Content dazu. So, hier seht ihr. Okay, war ein Loch. Plan okay. Ist, weil das natürlich einfach schön federt oder ein bisschen federt, das so hinzubringen, dass sie breit genug sind.
Mal schauen, mit was vielleicht noch Polstern zurecht machen oder so, dass es zumindest mal für die erste Nacht gut reicht. Und ein bisschen Zeit habe ich auch noch, das ready zu machen. Aber ich muss erst mal wieder ein bisschen Wasser trinken. Und für all die, sagen, ja, was ist mit Wasser, warum trinkst du einfach so? Ja, Wasser Hauptaugenmerk oder einfach das Wichtigste. Aber er ist aber schon leicht von der Sonne hier geküsst worden, so könnte man sagen. Ja, ehrlich, bei dem, was ich trinke und was ich hier schwitze, ich könnte das gar nicht abkochen. Ich bin den ganzen Tag nur im Wasser kochen. Also scheiß drauf, ich habe angefangen zu trinken. In kleinen Stücken, in größeren. In kleinen Stücken? Er meint wahrscheinlich Schlucke, ne? Aber er schreibt gerade, ich bin wirklich gespannt, weil es gibt ja noch so viele Formate, beziehungsweise innerhalb von einem Survival-Format von ihm und so. Das gucken wir uns alles an. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe Bock drauf, dass wir die Survival-Sparte auf jeden Fall behalten und dass wir da wirklich ganz tief eintauchen. Ich habe angefangen zu trinken, in kleinen Stücken, in größeren, und ich merke genau gar nichts. Ich muss ganz normal auf die Toilette gehen. Nichts, kein Magengrummeln, gar nichts. Deswegen, ich gehe davon aus, dass es passt. Vielleicht passt es nur bis morgen, ich weiß es nicht. Aber das, was ich mir hier reinschraube an Getränken, an Wasser, da würde ich den ganzen Tag jetzt, müsste Prio 1 sein, Feuer machen. Irgendwas finden, um zu kochen, indem ich dann 10 Liter koche, um mir 10 Liter Wasser reinzudampfen. Anstatt einfach dahin gelaufen, durchladen. Also, durchladen. So. Schien mir persönlich jetzt logische Alternative. Kann natürlich auch anders sein, wenn es mich deswegen rauskickt. Aber ich denke, das wird es nicht. So, ich mache weiter. Okay, Fritzi. So, kleines. Die Frage ist nur, wird er in dieser Staffel auch von seinem Dönerteller träumen? Falafel-Dönerteller, wie war das? Mit Pommes und einer Knoblauchsoße. Das Update, ich habe mich wieder angezogen. Die Klamotten haben jetzt gut eine Stunde, anderthalb Stunden getrocknet, schätze ich mal. Und ja, es ist schon sehr, sehr viel trocken. Bisschen was noch feucht, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal die Sonne zu nutzen, weil vorne ist sie jetzt fast weg. In der Zeit habe ich ein bisschen die Schnur entwirrt und hier auch schon ja, zusammengeknüpft. Hier habe ich ein bisschen was, hier habe ich so Gurtband. Bei der Schnur würde ich safe durchdrehen. Ich hasse es ja schon an Weihnachten, die Lichterkette für den Weihnachtsbaum zu entwirren. Kennt ihr das? Das ist jedes Mal der Yearly Struggle. Ja, das kann ich schon mal benutzen. Hier sind noch restliche Knäuel. Dauert recht lange, aber das ist halt richtig geiles Zeug. Da ich auch noch nicht so richtig weiß, wo ich mein Lager aufschlagen möchte, gucke ich mal. Bist du handwerklich begabt, Andi? Bato, nein. Überhaupt nicht. Ich habe zwei linke Hände. Also es ist wirklich gar nicht mein Fall. Ich bin handwerklich wirklich nicht begabt und ich bin echt schusselig. Ich bin extremst schusselig. Also mir passieren immer so krasse Sachen wie jetzt dem Knossi vorhin, als er da so, ich habe Feuer gemacht, und dann fliegt er rum so. Das ist mein Leute, ich habe im Treppenhaus passiert mit dem Kaffee in der Hand und ich habe alles wirklich safe, meinen ganzen so einen Becher irgendwie in die Wand reingekippt. Schön. Das hat mich dann dazu verleitet, das Treppenhaus zu streichen. Das war auch ganz toll. Das hat irgendwie auch einen Tag lang gedauert. Also es war irgendwie, ich habe zwei linke Hände, ja. Ich mich nochmal ein bisschen um. Wir haben jetzt auch extreme Ebbe. Also vorhin war das Wasser wirklich bis hier. Und hier ist alles weg. Ich will mir ein bisschen das Gebiet hier angucken, ob es hier vielleicht irgendwelche Sachen gibt, die ich bei Ebbe dann... Scarlet, das siehst du, Maler, auf jeden Fall safe Maler. Dark Master Crow, erstmal Seven Worst Wild, Staffel 2 und 3. Die vierte, wenn sie kommt, eventuell. Und dann Otto, Ocean Warrior, Arctic Warrior und Desert Warrior. Das sind mal ganz schöne viele Warriors in dem Titel, aber ist gerne. Also wenn ihr Bock drauf habt, sind wir safe dabei. Dienstags und Donnerstags ist Survival-Tag. Erkunden kann. Und eventuell auch, ob man schon auf die andere Seite kommt. Aber eine Sache vorweg, und zwar... Seitdem ich jetzt da drüben sitze, mich angezogen habe, ist dort vorne, weiß ich nicht, ein Vogel, so eine Art Geier. Und der pickt die ganze Zeit auf irgendetwas rum. Wo ist er? Ich will einen Geier sehen. Einfach mal hin. Ja klar, interview einfach mal den Geier. Hey Mr. Geier, was machen Sie denn hier? Was zum Geier? Der wird wahrscheinlich gleich wegfliegen. Wo ist der? Achso, nicht so ein Todesgeier. Also nicht so ein Aasgeier meine ich, sondern so ein kleiner Vogel oder was. Ich sehe ihn gar nicht. Wo soll denn der Geier sein? Ich höre was. Aber ich will wissen... Was der da hat und was der da frisst. Ich will ihn erst mal sehen. Wo ist er? Ach da, das ist hier. Okay, hier. Der hier, oder was? Ich hätte nicht gesehen. Ich hätte nicht gesehen.
Ah, okay, jetzt. Hat er das mitgenommen? Da liegt irgendwas. Kadaver? Da liegt. Was ist das? Jetzt sitzt er da oben. Da oben sitzt er jetzt drauf und beobachtet, was ich hier mache. Okay. Boah, das ist ein Fisch. Ja, das ist ein. Das ist ein Kugelfisch, der da liegt. Ein Toter. Der pickt an dem rum. Ein Kugelfisch. Mal gucken, ob der jetzt hier gleich aggressiv wird, weil ich. Boah, krass. Wo ist das? Hier liegt er. Ah, ich sehe ihn. Boah, das ist aber echt. Na gut, ich sehe ihn. Das ist auch sehr, sehr gut getarnt in dem Schmutz mit den Steinen und so. Riecht jetzt nicht irgendwie modrig oder so? Ja, essen doch. Ja, nicht, dass der mich angreift, weil er denkt, dass ich sein Zeug will. Ja. Boah, das wäre jetzt, das wäre krasser Content jetzt, wenn jetzt ein Fritz hier reinpicken würde und er sagt, Fritz, lass meinen Kugelfisch, das ist mein Essen, Fritz, geh weg, bleib bei deinem Döner-Teller, lass mir meinen Fisch. Okay. Da wartet er oben, der wird gleich wieder hingehen. Famous last words, er dreht sich um, der Vogel kommt und frisst erstmal Fritz. Aber hier kann ich euch... Ja, genau. Also genau, Kugelfische, ist es nicht Fubu? Ist ein Fubu der Kugelfisch? Also das ist doch, dass es so heißt, es gibt doch irgendwie diese japanischen krassen Köche, die einen Kugelfisch, die normalerweise giftig sind, dann irgendwie zubereiten können. Ist es nicht das hier, Kugelfisch-Fubu oder so? Den Kugelfisch zeigen. Das Toxin, okay, wir lernen wieder. Das Toxin des Kugelfischs ist eins der stärksten nicht-proteinartigen Gifte. Der Giftstoff kann 1200 Mal potenter als Cyanid sein. Oh, krass, okay. Das ist crazy. Warum der Geier so eine hohe Stimme hat? Ich weiß es nicht. Da liegt der Baum schon ausgepickt. War das nicht in der Staffel 1, als die Jungs über die Bären geredet haben? Da habe ich doch dem Bären einen schwäbischen Dialekt gegeben. Und jetzt ist der Geier eine hohe Stimme. Es ist einfach so bei mir. Willkommen in meiner Welt. Naja, soll der Geier mal ruhig gleich weiter essen. Auf jeden Fall ist hier extreme Ebbe. Ihr erinnert euch, als ich angekommen bin, war das alles unter Wasser. Die ganzen Bäume. Und da kann man natürlich jetzt mal gucken, weil was mir aufgefallen ist, hier vorne gibt es so einen richtigen runden Bereich. Vielleicht sammeln sich dann Fische in diesen Bereichen, die sich irgendwie, ja, die nicht mehr weggekommen sind bei der Ebbe. Mhm, die treffen sich. Und dann könnte man die super aufsammeln oder zum Beispiel auch mit einem Speer jagen die nächsten Tage. Vorne ist so ein richtiges Becken. Ich glaube fast, ich würde jetzt dort vorne rüberkommen. Ah. Okay, eine Entscheidung treffen. Dort rüber gehen, schnell auf die andere Seite oder da hinten weiter erkunden. Ich glaube, dort hinten hebe ich mir lieber auf, weil das sieht nach ziemlich roughen Klippen aus. Aber dieser ganze Bereich ist natürlich schon extrem spannend irgendwie. Ich habe jetzt übrigens meinen Gürtel genommen und hier so quer gepackt und die Machete hier ran gemacht, damit die ein bisschen höher sitzt. Ich bin vorhin die ganze Zeit hängen geblieben, weil die so extrem lang ist, dass sie sich immer an der Kniekehle verfangen hat. Hier hinten ist wieder dieser Mangrovenwaldabschnitt, wo ich durchgeklettert bin und der vorhin noch komplett unter Wasser stand. Okay. Für mich sieht es einfach nur gefährlich aus. Aus mehreren Gründen. Klar, okay, jetzt ist Ebbe, aber trotzdem die Tiere. Ich glaube, wir haben ja schon einen Shark gesehen, also schon einen Hai, einen Geier, einen Kugelfisch. Also das ist irgendwie... Wenn ich auf jeden Fall viel, wie soll ich sagen, animalische Präsenz da im Dschungel. Auf die andere Seite. Huhu! Wie geil ist das denn? Leute, die Szene mit Knossi geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe Feuer gemacht, das war so geil. Auf der Seite habe ich auch auf jeden Fall länger Licht. Ich habe ja doch einen Strand. Geil. Was ist hier hinten los? Ich höre euch. Ist das ein Todesapfel?
Das ist alles unter Wasser normalerweise. Puh! Krass. Jetzt sehe ich mal das ganze Ding hier. Also die Seite fühle ich hier irgendwie mehr. Ist das, ich weiß nicht, aber genau das ist halt so die Sache, wenn du da läufst und ich würde einfach nur dran denken, okay, ist jetzt irgendwo ein Krokodil oder kommt es aus dem Wald, aus dem Busch da, aus dem Dschungel jetzt irgendwie, keine Ahnung was. Das ist alles unter Wasser normalerweise. Puh! Jetzt sehe ich mal das ganze Ding hier. Ja, Mann. Also die Seite fühle ich hier irgendwie mehr. Boah, Fritz, ich wollte gerade trinken, ey, danke. Aber ich wäre so gern Millionär an irgendwelchen schönen Kokosnusspalmen gewesen. Das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Kokosnusspalmen? Ich weiß, er hat Kokosnusspalmen gesagt, aber ich habe Kokosnusspalmen verstanden. Irgendwelchen schönen Kokosnusspalmen gewesen. Das hätte ich mir Kokosnusspalmen? Mir irgendwie gewünscht. Ich gehe da oben mal kurz rein, das sieht nach einer Lichtung aus. Wer kennt sie nicht, die Kokosnusspalme? Weil Krebse sich bewegen, deswegen habe ich mich gerade so erschrocken. Wenn man das sauber kriegt, wäre es ein heftiger Auffangbehälter für Regen. Das ist eine Kokosnuss. Ist das hier eine Ingwerknolle oder was? Eine Ingwerknolle? Was? Schaut mal, hier ist Beton. Hier ist ein Stück Betonweg. Aha. Das könnte noch von damals sein, als die militärisch genutzt worden ist. Die Insel? Echt? Was? Moment. Auf der Insel wurde in den 1940er Jahren Chemiewaffentests durchgeführt. Das Militär hat dafür vereinzelt Zufahrtswege durch den Tunnel angelegt. Alle Kandidaten wurden im Vorfeld über die mögliche Gefahr von Blindgängern informiert. Willst du mich trollen? Okay, nicht nur, dass wir Tiere auf der Insel haben, nicht nur, dass irgendwie die Sonne und der panamesische Todesapfel dir einen Garaus machen können. Jetzt könnten da auch noch irgendwelche Minen rumlegen. Oh... Crazy. Okay. Hier ist richtig Beton. Das ist eine richtige Freifläche. Oh, hier ein Haufen Fässer. Wo? Oh. Alles mit durchgerosteten Fässern. Das ist doch safe noch aus dieser Chemiewaffenzeit. Ja, geh mal ran hier. Hier Beton, Metallrohr. Seven vs. Fallout, habe ich gerade eben auch dran gedacht. Ja, ich gucke auch auf Prime gerade Fallout. Ist ganz interessant auf jeden Fall, ganz cool. Es ist aber gecheckt worden, dass eigentlich außerhalb der Spots der Ritter eigentlich dürften hier keine Minen sein. Eigentlich ist es hier ziemlich safe. Okay, das beruhigt mich so ein bisschen, aber das ist krass. Ich meine, es würde einfach, es ist so ein Kopfding. Selbst wenn du weißt, da ist hundertprozentig keine Mine und du, ne? Trotzdem macht es ja mit einem was. Also ich würde da safe die ganze Zeit denken, wo trete ich jetzt hin? Also irgendwie ist das so ein mentales Ding, glaube ich. Also für mich wäre es das extrem. Wirklich. Das sind noch alles irgendwelche illegalen Müllgiftfässer hier. Scheiße. Der Akku war gerade alle. Wir waren ja jetzt in der letzten Aufnahme an diesem Weg dort dran. Ich bin nämlich weiter gefolgt. Das heben wir uns mal. Hat ihm die Kleidung weggeätzt. Die nächsten Tage auf, aber... Ich bin dort drüben auf der anderen Seite noch ein bisschen weitergegangen, habe ein bisschen was erkundet, habe da eine Entdeckung gemacht. Ich weiß nicht, was das ist, aber das zeige ich euch die Tage nochmal. Oh ne, ich will sehen. Ich glaube, das hängt auch mit diesen Fässern zusammen. Irgendwelche Hinterlassenschaften von einer militärischen Nutzung. Eine Rakete? Keine Ahnung, was das genau ist. Und tatsächlich habe ich das noch gefunden und mitgenommen. Ein Netz, ein... Ja, Fischernetz, schätze ich mal, aber aus so richtigem dicken Stoff. Ne? Also jetzt nicht aus so Angelsehne. Ein geiles Netz. Sondern richtig nice. Ist auch noch stabil, kann man nicht zerreißen. Wieder ein bisschen gelootet. So. Looten und leben. Ich habe immer noch kein Nachtlager. Naja. Wir haben extreme Ebbe, ihr seht's. Aber ich habe sowohl da drüben gesehen, da war auch kein guter Lagerplatz, als auch hier. Das ist bei Flut komplett mit Wasser voll. Seht ihr das?
Netztop für einen Club. Ja. Bis komplett hier ran. Das heißt, ich habe hier an der Seite einen Streifen von vielleicht einem Meter, wo ich langlaufen könnte. Ich kann hier nirgendwo mein Lager aufbauen. Auch hier nicht. Der Müll würde ja sonst nicht da liegen. Hier kommt komplett das Wasser rein. Das heißt, dieses komplette Gebiet, auf dem ich mich hauptsächlich bewegt habe, die ganzen letzten Stunden, an den Felsen dran, mit diesen ganzen Steinen, strandartig, ist nicht lagertauglich, weil ich hier absaufe. Ist ja eigentlich nicht. Also Nacht. Muss ich doch wieder rein in den Dschungel. Nee, oder? Scheiße. Ich mache keine großartigen, riesigen Bauwerke und trotzdem öle ich wie Sau. Ich weiß, ich habe schon dreimal jetzt gesagt. Ich habe gerade okay. In den letzten Minuten das Netz entwirrt. Es sind viele kleine Fetzen, die man vielleicht für einen Reusenbau. Das wäre. Kescher oder sowas verwenden kann. Reusenbau? Eine Fischreuse? Es sind viele kleine Fetzen, wow. Die man vielleicht für einen Reusenbau, Kescher oder sowas verwenden kann. Wisst ihr noch, Staffel 1? Wir erinnern uns, klein Andi dachte als Fabio Schäfer, Mister, ich schlafe mal im Pizzaofen, das zum ersten Mal das Wort Fischreuse verwendet habe, wusste ich gar nicht, was es ist. Und da habe ich safe gedacht, irgendwie, was ist denn eine Fischreuse? Und ich dachte, das wäre zum Räuchern vom Fisch. Und ich will euch mal was zeigen. Ich war letztens unterwegs und ich habe das auch in meiner Instagram-Story richtig zum Räuchern. Ne? Räucherkammer, als da dachte ich, eine Fischreuse wäre, also, da kannst du einen Lachs räuchern. Ich habe letztens, da war ich unterwegs und da habe ich was entdeckt und das wollte ich euch unbedingt zeigen. Jetzt finde ich das Bild aber nicht mehr. Das sah aus wie eine überlebensgroße, wie eine Riesenreuse. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat in meiner Story. Wo ist denn das hier? Ich versuche mal. Eieiei, das ist jedes Mal, kennt ihr das? Wenn man was sucht, dann findet man es nicht. Egal, auf jeden Fall, das war halt so eine überlebensgroße Fisch, das wollte ich zeigen, so eine, in einem Park war das und es sah aus, wirklich original, 1:1 wie die Fabio Schäfer Fischreuse. Hab's gesehen, ja, oder, Verena? Das war so geil, ey. Da musste ich so an Seven vs. Wild denken und da dachte ich mir, okay, da ist die Fischreuse. ...verwenden kann hier, aber mein Plan tatsächlich war es, sich eine Hängematte damit zu bauen und zwar mit diesem grünen, mit dieser grünen Schnur, die ist sehr, sehr belastbar. Okay. Und mit dem Netz. Und, ja, ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt. Es ist wirklich sehr, sehr löchrig. Aber der Bereich, finde ich, sieht ganz gut aus. Wenn ich das nochmal checke, die Löcher vielleicht dann ein bisschen zumache mit diesen Fetzen, dann könnte ich doch ein recht großes Netz haben, woraus ich mir eine Hängematte bauen kann. Und das Geile wäre, wenn ich mir daraus eine Hängematte baue, dann kann ich die irgendwo im Lager aufbauen, aber wenn ich merke, ey, ist vielleicht scheiße, fühle ich mich nicht wohl, zu viel Moskitos, ich will woanders hin, dann baue ich die ab und kann nächsten Tag woanders pennen. Okay. Das ist tatsächlich der Plan, da bin ich ein bisschen mobiler mit meiner Lagerstätte. Die erste Nacht wird auf jeden Fall sehr, sehr improvisiert. Ich will nicht gleich am Anfang einen riesen Shelter bauen mit Dach und Schlafplattform und so weiter. Habe ich generell Bock, aber nicht gleich am ersten Tag, ich muss das mal langsam Ressourcen checken und so weiter. Deswegen ist der Plan halt hier so eine improvisierte Hängematte. Ich weiß nicht so recht. Ha, ist krass, wie gut es aussieht. Aber... Na ja, gut, chillig, ne? Bodenmatte. Ich lieg auf dem Boden. So, okay. Scheiße. Aber es sieht recht gut aus dafür. Ich habe gedacht, als ich das eben gerade auf dem am Strand gesehen habe, das war ja schon alles so, keine Ahnung, 1000 Teile. Das hat er schon gut hinbekommen. Irgendwie wach bleiben und sich irgendwie, keine Ahnung. Sammeln, auseinanderknüpfen. Okay. Okay, 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 okay. Und wie das Ganze in der nächsten Folge abgehen wird. Wenn du auch mal Bock hast, dabei zu sein, gerne dienstags und donnerstags ab 13.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal, mittwochs und freitags ab 20 Uhr auf meinem YouTube-Kanal kommen die Folgen immer raus. Ihr wart großartig, der Twitch-Chat. Mach mal Applaus für euch. Vielen, vielen Dank für die heutige Folge. Es war wirklich richtig cool und hat richtig viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Freunde. Euer Andi, mach's gut. Bis dann.